Au! Au! Wieder am Schreien war. Au! Oh, da ist ein Fahrzeug. Aber warte mal. Müssen wir ja auch machen, ne? Zählt das dazu? Alter, rauf, lass, nein. Oh, komm. Jetzt habe ich Pfeil Digipad nach unten gedrückt und trotzdem heilt er sich nicht. Ist ja voll blöd. Ist ja voll dumm. Alter, wie bescheuert das ist. Ist ja unglaublich. Unfucking fassbar. So, hallo? Sieht lustig aus. So, nein. Komm, dann machen wir jetzt erstmal die Base. Wenn wir schon einmal hier sind. So, wie kriege ich denn jetzt... Da ist schon mal das... Das gibt's doch gar nicht. Die laufen doch überall. Die sind auch überall, ne? Ungesehen bleiben. Mein Name ist Bart. James Bart. Boah, wie geil das wäre, wenn mal wieder ein neues James Bond Spiel kommen würde. Da ich ein Groß, ich habe ja fast alle James Bond Spiele gespielt. Alle. Ganz ehrlich, alle. Egal welcher Teil das war, ob die schlechten Teile, die guten Teile, alles habe ich gespielt. GoldenEye um N64. GoldenEye auf der Wii damals. Die Welt ist nicht genug damals auf dem N64. Wie sie alle heißen. Warte mal, ich kann hier ein ferngesteuertes Auto nutzen, ne? Ich würde gerne wissen, wofür und was kann ich da nutzen für eins. Vielleicht zum... Warte mal. Toll. Ganz toll. Kann ich das wieder aufnehmen? Er hat es vor die Füße... Was? Nee, ernsthaft jetzt? Läuft hier einer lang, oder was? Ach, komm. Was ist eigentlich, wenn ich hier oben... Wir sehen nämlich hundertprozentig. Was ist, wenn ich hier in der Ecke bleibe? Ich probier das mal. Alter, uah. Alter, es ist so hohl. Es ist so hohl. Das ist so empfindlich, dieses Auto. Das ist abnormal. Das Auto ist so... empfindlich. Ich hoffe, das reicht von der Entfernung her. So, jetzt muss ich außen rumfahren natürlich. Ja, Alter. Ja, lass mein Auto. Lass mein Auto in Ruhe. Ciao. So, wie kriege ich jetzt hier die Tür drauf? Da komme ich nicht drauf. Nein, ach komm. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt echt ein Scherz gewesen, oder? Hallo? Nein! Da musst du aufpassen mit dem Auto. Hallo? Warte, euren Fuß. Wie gut, dass es auch so hell ist, dass man auch so gut alles sieht. Das ist das ja. So, wo ist hier die... Wo kann ich die Tür aufmachen? Wie gut, dass man auch alles sieht. Weil das so am Flackern ist. Ach komm. Ach, die Tür ist schon offen, oder wie? Warte mal, hier ist das Kabel. Wo geht denn das lang? Ah, hier. So. Ah, wie dumm das gemacht ist, dass es so hell ist, dass man überhaupt nichts sieht. Das ist so dämlich. Aua. Wurde ich schon gesehen. Anscheinend ist er schon Hülle aufruhen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Naja gut. Ich, Hallo mein Freund. Ciao mein Freund. Was? Was sagt der da? Sehen nicht. Da ist er. Ist er tot? Ja, ist er tot. Ich tot. Wir müssen nach oben. Ich versuch's mal.
Alter. Uah. Das ist keine gute Idee gewesen. Nein, das war keine gute Idee. Weil hinter mir auch welche waren. Fuck. Das muss ich anders angehen. Das muss ich ruhiger angehen, um da so ein bisschen mich reinzuschleichen in die Basen, weil so mit brutaler Gewalt. Nein. Naja, ich funktioniert doch nicht. Und ich spawn in einer Wand. Was natürlich sehr geil ist. So. Also, probieren wir es auf ein neues. Jetzt müsste die Basis sich ja beruhigt haben. Base. Das heißt, ich kann es mal probieren mit Schleichen. Schauen wir mal. Vielleicht. Ja, wenn mich nicht wieder welche sehen würden. Die hier gerade auch zu Fuß unterwegs sind. Die machen gerade Radwanderung wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. So. Ich könnte ja normalerweise von vorne jetzt reinspazieren einfach. Aber das wäre zu ein. Natürlich stehen da welche. Das Spiel will mich auch verarschen. Das Spiel will mich definitiv verarschen. Das ist nicht mehr normal. Es, ja. Egal. Egal, Karl. Alter, nein, lass das. Den habe ich. Komm ich nach oben? Komm ich nach oben irgendwie? Ungesehen. Nein, komm ich nicht. Dreh an dem scheiß Rädchen, Alter. Geh um dein Leben, als wär's das Letzte, was du tust. Alter, heil dich. Uha. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Halt dich, nein! Jetzt dreh an diesem scheiß Rad, als ob es das Letzte ist, was du es hier erlebst! Los! Yeah! Geschafft! Schön, dass du da bist! Fabrikstützpunkt. Was war das denn? Nee. Wie geil das gerade aussah mit den Laserstrahlen. Da war gleich so ein Lustschiff. Natürlich. Hallo, mein Freund. Kann man das eigentlich abschießen? Gute Arbeit beim Sichern dieses Stützpunkts. Du hast der KVA heute einen schweren Schlag versetzt. Er war ein wichtiger Teil ihrer Pläne für Lombard. Hoffen wir, dass es ein großer Rückschlag war. Ich würde gerne. Hallo? Gerne mir das Medibag mitnehmen. Aha, zwei Stück waren da sogar drin. Alter, hallo, ihr seid in unserer Basis hier zwischengeschaut. Okay, ciao. Danke. Ja. Warte mal eben. Tschüss. Ciao, Freunde. Ja. Weg da, hab ich gesagt. Wow. Erstmal überfahren. So. Ach, guck mal hier. Oh nein. Ich bin so. Alter, steig aus. Steig halt. Das gibt's gar nicht. Das war sehr intelligent von mir, so zu fahren. Anstatt ich mich in die Kurve lege. Nein. Warum denn? Das, auf gar keinen Fall. Aber wenigstens haben wir den Stützpunkt schon mal da, soweit befreit. Und das Schöne ist, wir kriegen immer wieder Medipacks. Das feiere ich ein bisschen. Alter, wir haben so viele Ressourcen. Wir können uns hier totschmeißen mit Ressourcen. Ach, zählt er das mit den Fahrzeugen hier bei den Dingern mit? Das wäre krass. Das heißt, die Fahrzeuge zählen echt zu diesen Bomben und so. Das wusste ich gar nicht. Also entweder Fahrzeug oder Bombe. Also entweder ferngesteuertes Auto oder Bombe. Das ist natürlich gut zu wissen. Da bin ich von ausgegangen, dass es nicht so ist, dass es jedes Teil extra ist. So, die Radios haben wir. Alter, 15 Autos. Willst du mich verarschen? 20 Scharfschützen. Da haben wir gerade erstmal 6 von. Und von den Fahrzeugen 2. Eieiei. So, machen wir mal hier die Basis oder den Außenposten. Befreien wir mal, weil dann haben wir schon mal den größten Teil eigentlich. Wenn uns das Lustschiff nicht erwischt. Ah, guck mal, da ist ein Scharfschütze. Warte mal.
Jawohl, sehr schön. Da ist die Drohne. Ja, ja. Hallo, Freunde. Aua, lass das. Lass mich. Dies ist ein Sperrgebiet. Unbefugtes Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestellt. Gehen Sie sofort. Alter, es gibt's noch nicht. Geben Sie die Hände über Ihren Kopf, überschränken Sie Ihre Finger. Hier ist ein Lager. Und knieten Sie sich auf den Boden. Bewegen Sie sich nicht. Natürlich komme ich nicht hier rein. Der Friedenswächter nähert. Ich bin der Friedenswächter. Ja, ich wache über den Frieden, Freunde. Und ich muss hier ein Schloss zerschießen, was natürlich super ist. Da ist die Drohne drunter. Kann ich von hier aus das Schloss zerschießen? Ja, könnte ich, wenn ich es treffe. Natürlich pixelgenau schießen. Und wahrscheinlich werde ich es nicht treffen. Ich weiß es genau. Ach, das ist gar nicht das Schloss. Ist ja auch cool. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. Hallo, mein Freund. Wie wäre es, wenn du mal abdankst? Dankeschön. So, gib mal ein bisschen Muni her. Sehr aufmerksam von dir. So, ich frage mich, wie kommen wir hier in diesen ominösen... Ah, hier. Gerade erst gesehen. Ich habe gedacht, der fährt jetzt ohne uns hoch, der Fahrstuhl. Okay, hier ist ein Knopf und hier ist ein Kabel. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder Strom hinkriegen. Was geht hier hinter? Was ist denn hier? Boah, was? What the fuck? Willst du mich verarschen? Was? Natürlich, man haut mit einem Messer auf Gasflaschen und die explodiert auch sofort. Ist klar, macht Sinn. Alter, du Arschlochspiel. Das gibt's doch gar nicht. Willst du mich verarschen? Das Spiel will mich verarschen, wo ich dabei bin. Warte mal, hier ist noch ein Medipack, ne? Nehme ich noch mit, wenn wir dabei sind. Haben wir irgendwo ein Medipack? Hier. Das gibt's gar nicht. Alter, das Spiel will einen verarschen, wo du dabei bist. So, ich fahr mal eben dahin. Wo war denn das jetzt? Warte mal, ich glaube rechts lang. Aua. Ist das so eine gute Idee gewesen, das Motorrad zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ah, wir sind schon da. Ich habe gar nicht so weit fahren brauchen, hätte ich auch laufen können. Da war ich jetzt mal faul. So. Leute, hier spricht Parrish. Wir haben einen Unruheherd. Kein Zeit gerade. Die Nox haben ein Lager gefunden und jetzt sitzt ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen dringend Hilfe. Ganz ehrlich, ich bin gespannt. Sind die Gasflaschen immer noch da? Nein, jetzt sind sie natürlich weg. Ich muss erst einmal sterben. hallo? Ach, da ist schon Strom drauf, oder was? Hä? Wieso? Hallo? Ach, da geht noch ein Kabel. Ach so. Das geht... Ah, na, super. Das geht noch weiter nach oben. Warte mal, ich mach schon mal da die Tür auf. Warum schieße ich eigentlich? Ich bin so hohl. Anstatt ich den Bolzenschneider benutze, das macht viel mehr Sinn. Motorrad... Jetzt sag mir nicht, ich brauche ein Motorrad hier oben. Weil so, wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich Strom für oben brauchen. Mit dem Motorrad. Das heißt, ich muss mir ein Motorrad besorgen. Und damit hier rauffahren. Ja, ja. Das gibt's gar nicht. Wie viel... Ich schau mir das oben mal eben an. Warte mal. Jawohl. So. Was? Wo ist denn das Kabel jetzt? Ja, natürlich. Ist klar. Ich hab's mir... Warum? Frage ist, wie komme ich mit dem Motorrad eigentlich hier rauf? Das ist die große Frage aller Fragen. Wahrscheinlich hier rüber, aber dieses Gebäude. Das heißt, ich muss erstmal auf das Gebäude kommen. Oh Gott, das kann ja was geben. Das wird heiter. Ihr wisst ja, meine motorradfahrischen Künste, die habe ich ja schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dann wollen wir mal. Vor allem das Lustige ist, wenn ihr noch Gegner in der Nähe habt, macht das noch mehr Spaß. Juppie. So, wie kommen wir denn auf das Gebäude? Oder in dieses Gebäude? Ding, 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 ding. Da waren schon Gegner. Ich hab's schon irgendwie gewusst.
mal hier irgendwie rum. Geht das? Lemp. Lemp. Hier rein und dann irgendwie vielleicht die Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht noch aus, als wären wir noch nicht richtig oben. Warte mal. Kommen wir da? Nee. Hä, wie kommen wir denn auf das Gebäude? Da ist noch eine Treppe. Da ist die Treppe. Da muss ich hin. Ach so. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Piepen, ne, es geht tierisch auf den Sender. Wenn man gerade nicht auf der Suche nach irgendwie so lootbaren Objekten ist. So, probieren wir mal. Yippie! Aber bitte. Ah, boah, oh Gott, ich kann, Alter, die Steuerung ist nicht gerade sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Hey, wir haben es geschafft, wir haben geblockt. Juhu! So, jetzt haben wir Strom drauf, das Motorrad bleibt einfach in der Luft stehen, weil ich einfach so perfekt bin. So. Einfach perfekt parken kann. So, und jetzt haben wir Strom. Jetzt können wir hier auch die Sicherung hochklappen. Während er speichert, dass wir die Sicherung hochgeklappt haben, damit wir auch sicher sind. Bist du dir sicher? Und jetzt haben wir es geschafft. Verlassenes Lagerhaus. Alter Verwalter, ist immer noch so warm. Oh, und es ist Nacht geworden. Hui. So. Das ist ein großartiger Standort für. Was ist hier? Kann ich das? Bahnhof. Kann ich ihn schon einnehmen, weil der so grau hinterlegt ist? Und hier aus können wir die Zone für den Widerstand sichern und die Nox zurückdrängen. Warum habt ihr eigentlich. Wie immer, gute Arbeit, Ethan. Ethan Brady, mein Name. Danke. Ich bin gespannt, ob wir den Bahnhof einnehmen können. So, bisschen Munition natürlich. Wertsachen verkaufen, Ausrüstung, Waffen, Equipment. Haben wir alles, Aufsätze, ja, Kleidung. Alter, ja, jetzt hier die Weste, auf jeden Fall. Ist mir egal. Da haben wir zwar nur noch 158, aber wir haben die Weste, ganz ehrlich. Dann vertragen wir auf jeden Fall mehr an Schaden. Das macht definitiv Sinn. So, hier unten ist noch eine Kiste. Hier irgendwie unten drunter. Oder beziehungsweise Objekte zum Sammeln. Hilfe! Komm hier nicht raus! Hier. So kann ich da nicht rüberspringen. Hä? Okay. Der größte Fachmann im Kollegium schafft es nicht, über einen Zaun zu springen. Gibt es ja nochmal irgendwie Medipacks oder sowas? Batterien, ja, sehr schön. Ja, Medipack, geil. Brauche ich verkaufen. Also hier kriegen wir vermeintlich viele Medipacks, muss ich sagen. Ich kann mich entsinnen, am Anfang des Spiels hast du fast gar keine gefunden. Oder haben wir gar keine gefunden gehabt. Gibt es denn hier wieder ein Tagebuch? Nö, da ist irgendwie nur... Wie heißt der? American History. Ah, ja. Hier ist noch ein alter Flachbildschirmfernseher, den wir ausmachen können. So, und ein Spind und dann bewegen wir uns mal zum Bahnhof. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Hallo. Hallo. So. Ja. Tralali, tralalu, tralaupsasa. Und da ist wieder ein Fahrzeug. Sehr geil. Können wir direkt nutzen. Hierfür. Ist nicht kaputt. Doch, wollte schon sagen. Warte mal. Vielleicht sollte ich das nicht hier machen, obwohl im Hintergrund Gegner hinter uns lauern. Aber egal. So, jetzt haben wir keine Batterie mehr. War ja irgendwie klar. Hey, da oben ist ein Scharfschütze. Warte mal. Treffe ich den von hier aus? Ne. Anscheinend nicht. Anscheinend war es zu weit weg. Hier vielleicht. Unerlaubte Zivilisten
Ja. Sehr nice. Da ist der Bahnhof. Da kommen wir mit dem Motorrad nur rein. Warte mal. Hier. Auf der Karte ist hier ein Motorrad versteckt. Da gucken wir doch mal. Ja, sehr schön. Natürlich erstmal hier alles abbiegen. Aber das haben wir schon. Gesundheit ist voll. So, probieren wir mal. So, was kann ich hier tun? Toll, gar nichts oder was? Kann ich die Lampe ausrichten? Das ist mir zu hell. Das ist eine unzerstörbare Lampe. Okay, den Bahnhof können wir noch gar nicht hier irgendwie. Warum auch immer. Also ich bin jetzt hier und irgendwie... Vielleicht kommt das als Mission noch. Weil ich kann hier anscheinend nichts machen. Yeah. So. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Sniper in der Nähe? Oh, wie geil das hier aussieht. Ja. Okay, an dem Bahnhof geht's noch nicht. Also da werden wir wahrscheinlich vielleicht durch die Hauptstory irgendwie da langkommen. Vermute ich jetzt mal entspannt. Ach, guck mal, Trevors Wagen ist hier. Mit einem... Mit einem schwebenden Radio, natürlich. Trevor von GTA ist Wohnmobil. Geil. Feier ich ein bisschen. So. Freunde. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Haben wir soweit alles geklärt? Wir müssen jetzt hier die Tankstelle befreien. Wir sind schon wieder auf dem Weg zur Hauptmission. Das geht ja echt... Alter, wie geil. Das geht ja echt flott hier. Komm ich hier auch lang? Ja. Oh. Entschuldigung. Das musste sein. Da läuft ein Gegner da unten. Kann ich... Sehe ich von hier aus ein paar Scharfschützen? Nee, ne? Die tauchen wahrscheinlich auch nur so sporadisch auf. So, dann wollen wir mal. Lalalala. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Hallo Freunde. Was hat er denn? Das ist hier das Haus von Resident Evil 7. Hier liegt kein Tagebuch, ne? Ich würde gerne mal wieder ein Tagebuch finden. Die findet man ja echt immer so selten. Tagebücher, okay. Medipack war wieder voll. Naja, da ist ein Computer. Teile. Eine Festplatte. Die wir auch unbedingt benötigen. Um Ressourcen zu bauen. Sachen zu bauen, die wir benötigen. Ich gehe mal außen rum. Damit wir da nicht irgendjemand in die Quere laufen. Ich bin gespannt, wie schnell wir die Tankstelle befreit bekommen. Ob ich da wieder jede Menge Male sterbe. Sitzt da oben ein Scharfschütze im Turm? Sehe ich das richtig? Nein, da hat's niemand. Kann ich dich anheuern? Was? Wo? Ah, doch. Ich hab's gewusst. Nein. Was machst du da? Alter. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie natürlich schon... Alter. Wieso kommen denn auf einmal... Es sind auf einmal so viele Fahrzeuge hier. Die wollen mich locken, ne? Kann das sein? Die wollen mich locken. Ich muss die Fahrzeuge zerstören, Jungs. Kommt her. Guck mal hier. Guck mal hier. Was war denn da? Der hat gerade irgendwie in den Himmel gezeigt, oder? Oder habe ich das aus dem Augenwinkel falsch gesehen? Steck mich mal jetzt hier im Haus, da kann die Drohne auch nicht finden. Na, wo bist du? Na, du kleine Drohne? Jo. Ach ja, das ist mein Bett. Hier lebe ich, ja. Früher war alles besser. Früher war alles viel besser, ja. Und dann haben auch die Leitungen nicht so gewackelt, wie es früher war. Ja, komische Leitungen, die immer am Wackeln sind. Und komische Leute, die vor der Haustür stehen und einem was wollen. Die wollen einen immer ans Leder. So,
Okay, die haben sich etwas beruhigt. Das heißt, wir können ein wenig raus aus unserem Versteck und nicht so langsam in Richtung. Alter, wir sind da schon. Du warst doch gerade auf der anderen Seite. Das gibt's nicht. Das ist ja unfassbar. So, warte, jetzt gehe ich trotzdem zur Basis. Obwohl die eigentlich in Aufruhr sind. Ich hoffe, wir. Da ist ein Fahrzeug drin. Hier lief gerade einer. Da kommt schon wieder eine Drohne geflogen. Und der hat mich schon gescannt, ne? Und du mit deiner scheiß Kackflinte, die mich auf den Sender. Sollte mich heilen. Hinter mir ist, glaube ich, einer. Komm ich hier rein? Nein. Ich muss erst die Basis aufbekommen. Aber das dürfte kein Problem sein. Jawohl, läuft. Ich muss erst wieder nach oben, um den Schlauch da zu aktivieren. Den Schlauch zu aktivieren, den Dings zu aktivieren. Die schießen schon auf mich, obwohl die mich noch gar nicht gesehen haben. Aber die wissen sofort, wo ich bin. Macht Sinn. Na komm, dreh das. Alter, dreh doch das. Ah, das gibt's nicht. Wieso dreht er nicht das Rädchen? Dreh das Kackrädchen, Mann. Als ob du nie was anderes gemacht hast. Na, dreh doch. Das gibt's nicht. Wo denn? Wo? Wo? Ach da, der Sniper. Jetzt dreh. Dreh um dein Leben, Junge. Dreh. Sehr nice. Goliath Online. Neue Mission. Gute Arbeit, Brady. Dieser Ort ist perfekt. Ich habe den Goliath dabei. Triff dich mit mir in der Garage. Dann erzähle ich dir von den Vorbereitungen zu Walkers Rettung. Aber das machen wir erst in einer weiteren Folge. Homefront. Und alter Schwede, es bleibt spannend. Es geht spannend weiter. Wir treffen sie in der Garage hier unten. Und da werden wir dann über den Goliath sprechen und unsere weiteren Pläne ausbauen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in einer weiteren Folge Homefront. Ich bin raus und bis dann. Ciao, ciao.